Wenn ein Mitglied eines afrikanischen Stammes sich ungerecht oder unvorteilhaft gegenüber den anderen verhält, bringt man ihn in die Dorfmitte. Alle anderen Mitglieder unterbrechen ihre Arbeit und versammeln sich um den Betroffenen, hindern ihn aber nicht daran wegzulaufen. Dann schildert einer nach dem anderen, unabhängig von seinem Alter, von den gemeinsamen Erlebnissen und den positiven Eigenschaften dieser Person in der Mitte. Jeder Einzelne erhält die Zeit voller Liebe und Wertschätzung von den gemeinsamen Erfahrungen und den positiven Eigenschaften der Person in dieser Mitte zu berichten. Alle wissen, dass sie nichts hinzufügen oder erfinden dürfen und dass der Vortrag in Wertschätzung und Respekt erfolgt. Erst wenn alle an der Reihe waren, löst sich der Kreis auf, der Betroffene wird wieder in den Stamm integriert und alle feiern gemeinsam ein fröhliches Fest. Wenn Ihnen diese Geschichte gefallen hat und Sie inspiriert sind, es einmal selbst in Ihrem Alltag auszuprobieren, wertschätzender mit anderen umzugehen, freue ich mich über ein kurzes Feedback. Weitere Informationen erhalten Sie auf meiner Homepage unter www.elke-kirchner.de. Mein Name ist Elke Kirchner von Kirchner Coaching und Consulting.